Ja, moin Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video, neuer Art von Video, wie auch immer man es nennen möchte. Es ist nämlich ein Deck-Review von Pokémon Trading Card Game. Und zwar ein Deck-Review von einem Deck mit das Deck. Nee, mit dem ich gegen ja, gegen Leute auch spiele und es ist halt ein bisschen, es ist halt ein Fun-Deck. Erwartet auch von einem Pokémon-Professor wie mir nichts wirklich Hochwertiges, wenn er erst seit wieder seit einem halben Jahr spielt. Und demnach halt erst seit Turbofieber dabei ist. Und nicht seit Drachenleuchten, deswegen habe ich auch keine Shamans und auch keine Octillerys. Aber ich würde sagen, wir fangen an mit diesen stylischen Vulkanen und Sleeves. Und naja. Schau mal an. Wir haben eine Kopie von Flamara EX. Flamara EX hat die Fähigkeit Feuerfänger. Einmal während deines Zuges vor deinem Angriff kannst du eine Feuerenergie von einem deiner Pokémon auf dieses Pokémon verschieben. Ist ziemlich nice. Man kriegt effektiv, bekommt man dadurch pro Zug eventuell drei Feuerenergien dran. Wie das funktioniert? Ganz einfach. Mit Volcanion bekomme ich Feuerenergien auf den Ablagestapel. Mit Vulkanion EX und mit dem normalen Vulkanion bekomme ich sie wieder zurück. Ja, Flamara hat halt die Fähigkeit, hat halt die Attacke Brandball 50 plus für 3 farblos Energien. Dieser Angriff fügt 20 weitere Schadenspunkte für jede an dieses Pokémon angelegte Feuerenergie zu. Demnach ist es halt relativ ratsam, hier die Feuerenergien halt ranzulegen, mit dem hier die Feuerenergien abzuwerfen. Da, die Fähigkeit, kurz zusammengefasst, weil hier ist es ziemlich klein geschrieben, man wirft eine Feuerenergiekarte von der Hand auf den Ablagestapel und alle Angriffe von Basis-Feuer-Pokémon von einem selbst, ja, machen 30 weitere Schadenspunkte. Demnach kann man hier, wenn man mehrere von diesen Vulkanen EX spielen würde, also wenn man 4 von diesen Vulkanen EX spielen würde, kann man 4 Energien auf den Ablagestapel transportieren. Und demnach einfach 160, 120, 140 Schaden für eine Energie. Das ist schon krass. So. Auf jeden Fall, das ist unsere erste Kombination. So mehr oder weniger. Quasi, dass man halt dann an Volcanion und Flamara halt die Energien anlegt und dann halt mit Flamaras Fähigkeit die Energien von Volcanion und EX runterzieht. Und das Ding ist eigentlich nur dafür da, um auf der Bank zu liegen. So. Und hauptsächlich greift man, wird hier mit Powerheizer und Brandball angegriffen. So. Dann haben wir die nächsten Pokémon. Datiri. Datignes. Und da lege ich die deutsche Karte auch lieber nach oben. Und Fiaro. Eigentlich. Wenn man Glück hat und mit einem Fiaro startet, dann ist Fiaro eigentlich, wird Fiaro halt wie ein Basis-Pokémon anerkannt und kann deswegen als aktives Pokémon gelegt werden. Und hat auch eine ganz nette Attacke. Aeroblitz. Durchsuche dein Deck nach bis zu 2 Karten und nimm sie auf deine Hand, mische anschließend dein Deck. Ja, ist halt ein Draw-Supporter oder ist eigentlich ein Sucher quasi. Zieht auch noch nebenbei 40 Damage. Und falls man nicht das Glück hat, mit dem Ding zu starten, hat man halt noch die anderen. Und zudem spiele ich auch noch ein Fiaro Turbo mit der Attacke Flammenblitz für 2 Feuerenergien. 150 Schaden, lege alle an dieses Pokémon angelegten Feuerenergien auf deinen Ablagestapel. Ist halt einfach nur dazu da, um es halt ein bisschen stärker zu machen und hauptsächlich wegen Feuerattacken, falls man halt nicht mal einen nicht so guten Start hat. Demnach ist es ganz lustig. Dann kommen wir auch noch zu der nächsten Kombination. Manche Leute wissen vielleicht, was jetzt kommt. Ja, es kommt eine EX-Killer-Kombo, wie ich sie nenne. Denn letztendlich ist die Deck halt wirklich dazu ausgelegt, Voltilam zu Ampharos zu entwickeln. Und Ampharos hat als Fähigkeit, dass man halt dass man halt pro Zug ein ja, auf einen Pokémon EX 3 Schadensmarken nehmen kann
Und wenn man in der Gegend halt mehrere Pokémon-EX auf dem Feld hat, dann fügt diese Fähigkeit allein schon mit 3 Ampharos 90 Damage einem EX-Pokémon zu und kann eventuell mit, ja, mit einem Pokémon-Fänger oder mit einem Lysander oder, also Lysander, was habe ich, mit einem Flordelis, Lysander heißt er im Englischen, nach vorne gezogen werden und theoretisch ausgenockt werden. Leider besitze ich keine, weder im Pokémon, ich besitze keinen Pokémon-Fänger und leider auch kein Flordelis, also dementsprechend einfach nur dazu da, um EX-Damage zu machen. Und damit wären unsere Pokémon auch schon durch. Mehr Pokémon habe ich nicht, das sind aber auch schon relativ genug. Kommen wir zu unseren Supportern. Als Supporter haben wir den Standard-Draw-Support. Professor Platan. Dreimal. Zudem spiele ich noch zweimal Tierno als Draw Support. Ja. Also als Draw Support denke ich, sollten die beiden Karten auf jeden Fall genügen. Man bemerkt diese Professor Platan Full Art. Ich liebe sie. Ich liebe diese Karte einfach wirklich. Ich möchte sie heiraten. Aber bleiben wir beim Deck-Tech. Ja, ach ja, ich habe auch eine Draw-Supporter-Karte vergessen. Ein Draw-Supporter ist auch noch Psycho Siebter Sinn. Dein Gegner deckt seine Handkarten auf. Lege beliebig viele Karten von deiner Hand auf deinen Ablagestapel. Ziehe anschließend dieselbe Anzahl an Karten. Auch ganz nützlich, wenn du halt bestimmte Karten behalten möchtest. Und außerdem wissen möchtest, was der Gegner für Karten auf der Hand hat. Dann spiele ich zweimal Mistys Entschlossenheit. Lege eine Karte von deiner Hand auf deinen Ablagestapel. Wenn du dies machst, schau die obersten 8 Karten des Decks an und nimm eine davon auf deine Hand. Mische die anderen Karten anschließend in dein Deck. Ja, halt auch ein Searcher quasi, also mehr oder weniger so eine Mischung aus Searcher und Draw Support. Weil es sind halt nur die obersten 8 Karten, aber ich spiele es halt zweimal. Und demnach passt das schon relativ gut. So. Natürlich, was inzwischen im Competitive Play auch nicht fehlen darf. Der Ninja-Junge. Wähle eins deiner Basis-Pokémon im Spiel. Ich suche dein Deck nach einem Basis-Pokémon und tausche es gegen jenes Pokémon aus. Also letztendlich halt ein Basis-Pokémon, was auf dem Feld liegt von dir, kannst du gegen ein anderes Pokémon aus dem Deck tauschen, was halt Basis ist. So kann man halt relativ schnell switchen. Zum Beispiel hat man ein Fiaro vorne oder hat man zwei Fiaros. Aus welchem Grund auch immer. Und hat, ja, hat man zwei Fiaros und man hat noch ein Datiri irgendwie. Und man möchte dieses Datiri halt loswerden, stattdessen Vulkanion EX oder was auch immer halt auf die Bank bringen oder Slamara. Denn der Junge auch immer für eine Überraschung gut. Ist auf jeden Fall wunderbar vielseitig einsetzbar. Vor allem bei den Basis-Pokémon hier. Dann haben wir noch als Draw Support, als Search Support. Einmal Zitro, der 4 Elektroenergien aus dem Deck sucht. Ist ganz nützlich, vor allem dann, wenn du einfach als Attacke einsetzen möchtest. Das ist wirklich ganz nützlich. Dann haben wir einen Pokémon und Energy Retriever aus dem Ablagestapel. Rokkos Durchhaltevermögen, mische eine ja, ich sollte nicht so schnell vorlesen. Mische eine beliebige Kombination aus 6 Pokémon und Basisenergiekarten von deinem Ablagestapel zurück in dein Deck. Das ist ganz nützlich, kannst du mit einem VS-Seeker auch deutlich öfter machen. Ich habe leider auch keinen VS-Seeker. Leider. Und, naja. Zumindest Rokkos Durchhaltevermögen. Ziemlich nice Karte, wenn man halt Decktod vermeiden möchte. So, dann haben wir auch noch einen Supporter, der auf jeden Fall das Preiskartenziehen erleichtert. Hier kommt Team Rocket, eine Secret Rare aus Evolutions. Beide Spieler decken alle ihre Preiskarten auf. Die Preiskarten bleiben für den Rest des Spiels aufgedeckt. Damit weiß man halt, welche Preiskarten halt wo sind und demnach kann man halt auch relativ schnell halt spielen. Das gilt leider auch für den Gegner, aber wenn man selber halt mehr Glück hofft, er hat.
Im Übrigen, Jesse, James und Mauzi. Finde ich nice, dass die Karte reprintet wurde. Und als letzten Supporter haben wir Astrid. Ist es nichts anderes als ein Tausch mit einem Trank gepaart. Tausche dein aktives Pokémon gegen ein Pokémon auf deiner Bank aus. Wenn du das machst, heile 30 Pokémon bei jedem dem Pokémon, das du auf deine Bank verschoben hast. Es ist wirklich nichts anderes als ein Tausch mit einem Trank zusammen. So, das war's auch schon mit den Supporter-Karten. Demnach gehen wir jetzt auch weiter zu den Item-Karten, von denen ich nur relativ wenige habe. Und zwar zweimal Trank. Weiter so, zweimal Trank. Einmal Brief vom Prof. Einmal Tausch, einmal Top-Elixier. Trank, klar, halt 30 Schadenspunkte bei einem deiner Pokémon. Tauscht ein aktives Pokémon gegen ein Pokémon auf deiner Bank aus. Brief vom Prof ist einfach nur ein Energy-Searcher. Zwei Basisenergien aus dem Deck auf die Hand. Und Top-Elixier ist halt auch ein Energy-Searcher. Und ist auch im Punkto Flamara relativ gut. Schau die obersten sechs Karten deines Decks an, lege eine Basis-Energiekarte, die du darunter findest, an einen Basis-Pokémon auf deiner Bank an. Leider nur auf der Bank. Naja, egal. Mische die anderen Karten zurück in dein Deck. So. Demnach. Das waren die Itemkarten. Jetzt kommen eigentlich nur noch die Energiekarten. Und die Energiekarten. Ja. Was anderes kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Haben wir hier einmal. Es sind ziemlich viele, muss man dazu sagen. Halt auch, um den Kreislauf irgendwie mit Vulkanion und so weiter halt im Gang zu halten. Haben wir hier 12 Feuerenergien. Wohlgemerkt. 12. Und zudem noch, das wird jetzt schief, egal. Schief ist Englisch, Englisch ist modern. Und dazu haben wir halt auch noch 7 Elektroenergien. So, das war's halt für dieses Deck. Dieses Deck ist, ist halt gegen EX-Pokémon ziemlich gut und außerdem, wenn du halt ziemlich reinhauen möchtest, allerdings hast du das Flamara ausgenockt, ist es eigentlich nur durch Rockos Durchhaltevermögen wieder zurückzubekommen. Aber das geht auch alles und demnach viel Spaß beim Nachbauen. Es ist halt wirklich nur ein Fun-Deck, es ist competitive, vielleicht zu gebrauchen, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht mit einer Evo-Brause oder mit Heiko oder noch gepaart, also das könnte auf jeden Fall ziemlich competitive Play sein oder auch mit einem Sonderbonbon. Zumindest, das war's dann mit diesem Deck. Ich nehme jetzt gleich noch ein Deck-Tech-Video auf. Von einem etwas anderen Deck, was auch etwas anders funktioniert. Es ist auch ganz witzig und ich würde sagen, wir sehen uns dann und ciao, ciao.